Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Gavatrons. Heute packen wir das Remaster zu Crisis Core Final Fantasy 7 aus. Das Ganze habe ich mir für die Nintendo Switch mit dem Steelbook und die PlayStation 4 Fassung vorbestellt. Solltet ihr diese beiden Systeme nicht besitzen, das Ganze ist auch für die PlayStation 5 und als Xbox One bzw. Xbox Series S Cross Fassung erschienen. Ja, und sollte euch das Spiel interessieren, Launch Trailer finde ich euch immer wie unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch mal den Trailer ansehen. Und wie gesagt, es handelt sich hier um ein Remaster des Originals, damals für die PSP erschienen. Das habe ich auch in meiner Sammlung, leider um die Platinum-Version. Aber ich fand das damals sehr cool. Das Einzige, was mich gestört hat, war halt das Kampfsystem ein bisschen. Aber ich fand das Spiel trotzdem im Ganzen sehr, sehr cool und deswegen habe ich es mir auch vorbestellt. Und hier haben wir erstmal die PlayStation 4-Fassung. Die sieht so aus. Hier haben wir Zack, Cloud, Sephiroth, 12 Jahre USK, PEGI 16, PS5-Upgrade ist auch verfügbar, ist sogar kostenlos. Das Ganze kommt von Square Enix. Und ich bin mal gespannt, wie sich das Vergleich zum PSP, wie sich das spielt, vor allem Grafik ein bisschen besser natürlich, oder das heißt ein bisschen, ich denke mal, deutlich besser. Das Spiel geht zu einem Spieler, braucht 25 GB Speicherplatz, so Archive 4 Version unterstützt auch Remote Play, der PS Vita, wie die PS4 Pro, das Ganze nochmal schicker. Oder ihr spielt das Ganze auf der PlayStation 5, wie gesagt, ohne Kosten könnt ihr das dann darauf genießen. Ja, und wir spielen halt die Geschichte von Zack, die zu den Ereignissen zu Final Fantasy 7 führen. Und ja, finde ich cool, dass das erschienen ist. Und ich finde es auch cool, dass Square Enix zurzeit sehr viele PSP-Spiele remastert. Die haben ja auch dieses Tactic Ogs rausgebracht. Das finde ich auch sehr cool. Und ja, gucken wir hier mal rein. So sieht die Spiele-Disc aus. Und so ist noch ein Code dabei, den könnt ihr gerne einlösen. Und ist so ein kleines Weihnachtsgeschenk für mich persönlich, weil ich dieses Jahr nicht mehr so viele Spiele kaufen werde. Und dann habe ich mir noch dieses Doppelpack vorbestellt mit dem Steelbook für die Nintendo Switch. Das sieht einmal so aus. Finde ich richtig cool. Und vom Inlay so. Und dann haben wir hier noch die Switch-Fassung. Ich bin mal gespannt, wie die sich. Hat sogar Folie, so mag ich das. So sieht das Cover bei der Switch-Fassung aus. Genauso. Geht zu einem Spieler, unterstützt den Pro-Controller. Kann man einen Spieler nur in Dock-Modus spielen, TV-Modus, Handheld-Modus. Sprachen haben wir Englisch, Französisch, Deutsch, beziehungsweise nur Text, glaube ich. Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch und Japanisch. Es gibt keine deutsche Sprachausgabe, glaube ich. Aber sicher bin ich mir nicht. Falls ihr es schon gespielt habt, schreibt es mir gerne in den Kommentaren. Wäre natürlich cool, wenn es eine gute deutsche Synchro geben würde. Ansonsten wird es auf Japanisch gespielt, wenn es verfügbar wäre. Dann leider kein Inlay-Bild. Schade. So sieht die Karte aus, so der Text. Und wie gesagt, PSP-Spiel fand ich eigentlich sehr cool. Musste mich damals also in das Kampfsystem gewöhnen. Vielleicht kaufe ich mir irgendwann mal gebraucht die Limited Edition, wie die PSP, die es gibt. Und ja, das war mein Unboxing zu Crisis Core Final Fantasy 7, das Remake. Und ja, habt ihr es euch auch gekauft? Schreibt es mir gerne in den Kommentaren. Ansonsten habt ihr das PSP-Original gespielt? Wenn ja, schreibt es mir auch gerne in den Kommentaren. Über einen Kommentar und Like würde ich mich wie immer sehr freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Mal gucken, wie ich jetzt noch in nächster Zeit online kommen werde. Ich glaube, in nächster Zeit eher weniger. Ich versuche es auf jeden Fall. Da sehr viel zu tun ist und ja, danke für eure Zeit. Wünsche wie gesagt noch einen schönen Tag, Abend oder Morgen, je nachdem, wie ihr das Video sehen solltet. Bis dann, euer Gavatrons. Ciao.